Buga wird ein Magnet sein. Es werden zigtausende Zuschauer, Besucher aus allen Teilen Deutschlands und darüber hinaus nach Thüringen, nach Erfurt kommen. Und so wie beispielsweise beim Lutherjahr oder wenn wir im nächsten Jahr Bauhaus feiern, wird der Scheinwerfer auf Thüringen gerichtet. Und ich bin mir ganz sicher, das wird einen Schub im Jahr 2021 geben, aber auch darüber hinaus. Sehr, sehr gut für den Tourismus. Wir unterstützen die Geschäftsstelle, wir unterstützen eine Menge von Bauprojekten und heute haben wir gerade den Spatenstich getätigt für Danakil, das Klimazonenhaus. Und da geben wir immerhin 15,5 Millionen Steuergeld und ergänzen damit die Gelder, die von anderen Fördermittelgebern kommen. Ja, zunächst einmal, die Erfurterinnen und Erfurter haben ja damals sehr bedauert, dass die Zentralgaststätte abgerissen wurde. Die ist verbunden mit ganz viel Erinnerungen. Dieser oder jener hat seinen Geburtstag, seine goldene Hochzeit oder was auch immer gefeiert. Und das war wie eine Wunde hier in der Eger. Die schließen wir jetzt. Und natürlich zielen wir das Jahr 2021 an. Da muss alles tiptop fertig sein. Aber eine solche Investition kann man nur machen, wenn auch danach dieses Haus und die Eger insgesamt Zuschauermagnet bleibt. Und ich bin mir sicher, das wird so sein. Das ist also eine Investition, die auch weit, weit nach 2021 Wirkung entfaltet. Mein persönlicher Wunsch für die Buga ist, es soll mindestens genauso gut laufen wie damals vor 10 Jahren in Gera und in Ronneburg. Ja, erinnern wir uns, sind auch tausende Zuschauer, tausende Besucher nach Gera, nach Ronneburg geströmt. Und wenn ich jetzt auf Erfurt schaue, ganz zentral gelegen, top angebunden, infrastrukturell, da erwarte ich mir einen deutlichen Schub für diese Stadt. Und dass diejenigen, die noch nicht hier waren, sagen, ja, wieso bin ich noch nicht hier gewesen? Erfurt, Thüringen ist so wunderschön, hier komme ich noch einmal her oder sogar hier bleibe ich.